Okay, dahin verschwinden die Häscher also. Finden wir heraus, warum. Die Chor hat hier unten also Osmium abgebaut. Sieht nach einer ziemlich großen Anlage aus. Ja, die Lancer-Bajonette hatten eine Osmium-Beschichtung. Zumindest bis zum Versiegen der Mine. Leute, wir gehen hier durch. Die Stromversorgung. Die alten Minen laufen mit Geothermalenergie. Solange der Planet da ist, gibt es hier Saft. Oh, was haben wir denn da? Warum die Häscher ihre Beute den ganzen Weg hier runterschleppen? Schätze, sie kehren zu ihrem Schwarmstock zurück. Also wartet hier unten eine ganze Menge hässlicher Viecher auf uns. Seht ihr das? Dort muss der Schwarmstock sein. Noch mehr Häscher. Wenn Marcus irgendwo sein sollte. Dann dort drin. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir rein. Leute, seht euch das an. Ein Locust-Kokon. Noch unbeschädigt. Das kann nur eins bedeuten. Der Schwarm ist kein Locust. Ich habe gehört, Locust-Kokons wären unzerstörbar. Sieh es so, wenn du einen Diamanten gegen so ein Kokon wirfst, zerspringt der Diamant. Ich weiß. Erinnert ihr euch noch an den Kristall, den ich dem Monster abgenommen habe? Der sah genauso aus. Hier geht etwas Seltsames vor. Passt bloß auf! Achtung, Gesellschaft! Das waren alle. Noch mehr Locust-Kokons. Perfekt.
Hier sind wir definitiv goldrichtig. Leute, da ist eine Art zerbrochener Kristall. Wir sollten das überprüfen. Ihr wisst schon, sicherstellen, dass es nicht... Naja, ihr wisst schon. Was zur Hölle macht er mit dem Drohnen? Auf jeden Fall macht er sie nicht freundlicher. Elender. Scheiße, sind die zäh. Das Ding macht sie widerstandsfähiger. Schneid ihn zuerst ab. Wiederbeleben. Du bist okay. Sehr gut, wir sind hier fertig. Gehen wir... Verflucht. Gehen wir den Tunnel runter. Die ganze Zeit über waren die Locust nicht tot. Sie hatten sich verpuppt und verwandelt. Etwa wie fiese Schmetterlinge? Schon gut. Lass mich wissen, wenn du eine bessere Erklärung hast.